So, guten Tag und willkommen zu diesem Vortrag über GeoOrchestra. So, was ist GeoOrchestra? Es ist eine Open-Source-Geodateninfrastruktur in Richtung eigentlich Inspire. Eigentlich, es gibt ein Konzept hinter GeoOrchestra. Die Idee ist eigentlich, dass man möchte eigentlich zur Katalogisierung, zur Veröffentlichung und zur Wiederbenutzung von Geodaten. Und dafür eigentlich gibt es OGC-Dienste, die man bereitstellt, um Daten und Metadaten zur Verfügung zu stellen. Das Gute mit dieser offenen Architektur ist, dass unterschiedliche Geodateninfrastrukturen können sich Daten, Metadaten, Datenflüsse austauschen. Nicht nur Geodateninfrastruktur können sich anbinden, sondern auch Anwendungen können so beitragen zum Inhalt oder auch Datenflüsse lesen. Und wenn man so eine GDI installiert und bereitstellt, dann eigentlich bildet man ein ganzes Ökosystem von Anwendungen und Daten, die zusammenarbeiten. GeoOrchestra als GDI beinhaltet verschiedene Komponenten. So zuerst, es stützt sich auf Dienste, die eigentlich Daten veröffentlichen. Aber es gibt auch Dienste, die Karten senden und auch Metadaten. Und auf Basis dieser Dienste gibt es dann Anwendungen, die die Dienste nutzen, wie zum Beispiel ein Viewer, um die Daten zu schauen, um die Karten zu lesen. Es gibt dann weitergehende Möglichkeiten wie ein Editiermodul oder eine Extraktoranwendung, die ermöglicht, die Daten herunterzuladen. Und natürlich noch das Metadatenkatalog, das eigentlich wie ein Pivot arbeitet, das heißt, informiert den Viewer über welche Datensätze da vorhanden sind und so weiter, sodass man sich zurechtfindet. Wenn man eine GDI einstellt, dann braucht man auch natürlich eine Administrationsoberfläche, um das Ganze zu konfigurieren. Und es ist auch wichtig zu wissen, wie die Dienste tatsächlich genutzt sind. Das heißt, Monitoring und Statistiken sind auch ein wichtiger Teil. Zur Metadatenkatalog. GeoOrchestra nutzt GeoNetwork. Und das heißt, man hat die Möglichkeit, eine Inspire-konforme Metadaten zu speichern und auch per CSV die Metadaten zu veröffentlichen. CSV für die Veröffentlichung oder CSVT transaktional auch für Editieren. Das heißt, man hat ein Modul, um die Daten zu suchen. Hier werden sowohl Daten katalogisiert wie Dienste. Wenn man einen Datensatz oder einen Dienst gesucht und gefunden hat, dann natürlich hat man alle Informationen zur Datensatz, aber auch es gibt eine enge Verknüpfung zwischen dem Metadatenkatalog und zum Beispiel die andere Anwendung, die zur GDI gehören. Das heißt, man kann zum Beispiel die Metadaten herunterladen, aber es ist auch möglich, per Knopfdruck dieses Dienst, diese Daten zur Viewer zu senden oder ein KML herunterzuladen. Oder es ist möglich, diese Daten zur Extraktoranwendung so per Knopfdruck zu senden. Das heißt, der Benutzer ist geführt in die ganze Architektur, um eigentlich zur Daten zu gelangen. Hier ein Screenshot des Viewer. So, der Viewer ist eine Web 2.0 Anwendung mit Karten und auch WMS-Dienste. Dieser Viewer so unterstützt eine ganz breite von Schnittstellen, so wie WMS, WFS, WMTS, KML. Man kann auch Shapefile hier hochladen oder MIFMID-Dateien oder GML. Das heißt, es ist eine relativ breite von Datenformate und Schnittstellen sind unterstützt. Und hier noch am Screenshot, im Themenbaum rechts,
gibt es die Möglichkeit, so zusätzliche Layer hinzufügen. Und so erscheint so eine kleine Kiste, wo eigentlich man kann im Katalog der GDI suchen, oder man kann so in den Thesaurus, so mit dem Thesaurus eigentlich die Daten, die Struktur der Daten navigieren bis zu richtigen Daten. Oder man kann so einen Link zu einem WMTS-Server hinfügen und dann ein Layer selektieren, oder einen Link zu einem WMS- oder WFS-Server, oder sogar so einen Datensatz, zum Beispiel einen Shapefile per ZIP, hochladen. Es ist den Viewer ist eine ganz, würde ich sagen, normale GIS- oder WebGIS-Anwendung. In Themenbau, man kann die Reihenfolge der Themen anpassen, man kann die Transparenz, man kann abfragen, per Klick auf der Karte abfragen. Es erscheinen notwendige Informationen zur Attribution, so woher stammt die Daten, so Copyright Information. Es unterstützt mehrere Projektionen. So eigentlich ist ein standardmäßiges Viewer. Dann es gibt auf diesem Viewer und dank OGC-Normen gibt es noch die Möglichkeit, etwas mehr mit den Daten zu arbeiten. Das heißt, wenn man ein WMS-Layer hochgeladen hat, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, die Symbolisierung die zu ändern. So, es gibt einen Link zur Symbologie editieren und da kann man eigentlich so zum Beispiel die Symbolgröße, die Farbe, alle Elemente, die grafische Gestaltung der Karte ändern. Und das kann eigentlich relativ weit gehen, indem es gibt die Möglichkeit zum Beispiel per Attributfiltrierung dann nur zu selektieren, welche Elemente dann auf die Karte dargestellt werden und dann auf Basis von bestimmten Konditionen dieses Objekt mit den Attributen, der erscheint so, oder zwischen dem Maßstab und dem Maßstab. Das heißt, man kann schon eine relativ weitergehende thematische Konfiguration machen. Und natürlich, diese Arbeit möchte man dann auch speichern. Das heißt, es ist dann möglich, die SLD-Datei herunterzuladen oder die in die GDI zu speichern für eine weitere Benutzung. Es gibt nicht nur die Symbolisierung, sondern man kann auch Anfragen machen auf Basis eines WMS-Layer. Und das geht zum Beispiel auf Basis von alphanumerischen Daten, zum Beispiel Text oder Nummern oder Daten, solche Elemente. Und man kann eigentlich mehrere Konditionen zusammenbinden, um eigentlich zu Ergebnis zu kommen. Und dann der Ergebnis, der erscheint hier unter der Karte, die Elemente werden auf der Karte gezeigt und die Attributen erscheinen dann in eine Tabelle unterhalb der Karte. Es ist auch möglich, neben die alphanumerische Abfrage dann auch geografisch zu abfragen. Das heißt, es gibt so eine Kondition, geografische Abfrage. Und hier kann man so auf Basis von einem Punkt, einer Linie, einem Kreis, einem Polygon oder eine gespeicherte Geometrie, hier kann man dann noch geografisch verfeinern, die Abfrage geografisch verfeinern. Das heißt, es ist zum Beispiel möglich, zum Beispiel südlich in einer Region per Digitalisierung eigentlich einen Ort zu wählen und dann noch innerhalb dieses Orts dann nur noch auf bestimmte Attributen zu selektieren. Der Viewer, der kann man eigentlich erweitern mit Plugins. Und es bestehen so eigentlich Plugins wie die Möglichkeit, ein Geländeprofil zu zeichnen oder so Wasserbereiche zu berechnen oder auf die Karte zu zeichnen oder Open Location Services zu integrieren oder Direktsuche zum Beispiel auf eine Parzelle oder Koordinaten lesen oder ja, es gibt eigentlich bestehende Plugins, aber es ist auch durchaus möglich, dass Sie eigentlich Ihre eigenen Plugins noch
entwickeln und dann in den Viewer integrieren. Nicht nur eigentlich Daten lesen ist möglich, es ist auch möglich zu editieren mit WFS transaktional. Und hier hat man ein kurzes Beispiel eigentlich von einem Punkt, das ich eigentlich auf die Karte setzen kann. Und dann natürlich wähle ich, auf welche Layer ich editieren werde. Dann setze ich den Punkt und dann kann ich eigentlich mehrere Attribute dann innerhalb des Editierfensters dann eintippen. Der System, der arbeitet so, dass man kann eigentlich in die Karte bearbeiten, mehrere Objekte, und dann, wenn man eigentlich zum Schluss gekommen ist und das, möchte man das speichern, dann gibt es dann einen Synchronisationsknopf, der dann diese Elemente auf einmal zur Server sendet. So, es gibt die Möglichkeit, wenn etwas schief geht, bevor man das sendet, man kann noch zurückkommen auf oder ein Element ändern oder ja, löschen oder weiter bearbeiten. So, neben den Viewer, es gibt auch eine Datenextraktor-Anwendung und die stützt sich auf WCS, Web Coverage Service und Web Feature Service für die Daten, für Daten herunterladen. Und wie sieht das aus? So, es ist eigentlich eine Karte, es ist eine Hintergrundkarte und man kann eigentlich drauf so WMS, WFS-Layer drauflegen. Eigentlich, man hat diese Layer zum Beispiel im Metadatenkatalog selektiert oder auf dem Viewer und dann diese Layer zur Extraktoranwendung gesendet. Und dann eigentlich wählt man eigentlich so zuerst das Perimeter, auf welches Perimeter möchte man die Daten herunterladen. So, das kann ein Hashtag sein, aber das kann auch, man kann zum Beispiel eine Gemeinde suchen und dann kommt der Perimeter der Gemeinde als Polygon. Dann wählt man zum Beispiel die Projektion der Daten, die man bekommen möchte. Wenn es Rasterdaten sind und man GeoTIFF oder andere Formate möchte, für vektorielle Daten, Shapefile, MIFMID oder andere. Und natürlich auch die Auflösung im Falle von Rasterdaten. Dann startet es einen Job und man bekommt ein paar Minuten später ein E-Mail mit der Link zur ZIP-Datei, um die Daten herunterzuladen. Das ist das Frontend und es gibt auch ein Backend für den Administrator. Das heißt, der Administrator der GDI, der kann mit dieser Job Management Tool, der kann auch schauen, okay, welche Extraktionen laufen zurzeit. Wenn es gibt ein größeres Gebiet, es kann schon länger dauern und er kann eventuell die Priorität ändern. Er kann so einige auf der Seite für einen Moment legen oder dann wieder starten oder ganz einen Job, der eigentlich vielleicht nie, der zu groß wäre, dann könnte er den auch stornieren. So hat man Informationen zu, was läuft zurzeit in die GDI. Natürlich ist das Ganze gesichert und mit diesen unterschiedlichen Anwendungen, Viewer, Metadatenkataloge, Extraktor, Editieren und so weiter, es braucht sicher so ein Single Sign-On, das heißt die Person, die sich anmeldet, die anmeldet sich einmal für alle Module. Und dieses Single Sign-On, eigentlich Spring Security, der kann eigentlich auf ein LDAP gehen, aber eigentlich auch auf noch weitere oder andere Datenbanktypen gehen. Und die Sicherheit, die betrifft natürlich die Metadaten, dann die Dienste. Das heißt, in einem Dienst kann man sagen, okay, man hat Zugriff auf ein Layer oder man hat Zugriff auf WMS, aber nicht WFS oder solche Möglichkeiten. Oder es ist auch möglich, so einen Teil des Gebietes dann zu einer Gruppe den Zugriff zu gewährleisten. Dann bestimmte Funktionalitäten können noch gesichert werden oder auch Zugriff auf die Datenextraktion. Zur Architektur, so die Georchestra GDI, das ist eine Java-Architektur und die stützt sich auf eigentlich bekannten oder sehr weit verbreiteten und robusten, nehmen wir an, OSGeo-Komponenten, wie zum Beispiel GeoServer als kartografisches Modul.
GeoNetwork für die Metadatenkataloge und dann GeoWebcache für die Karren und GeoExt für der Frontend, GeoExt mit OpenLayers für den Frontend. Es ist möglich, dann die ganze Daten in eine PostgreSQL und PostGIS-Daten zu speichern und das läuft in einem Tomcat. Einer der starken Elemente von GeoOrchestra ist, dass eigentlich die ganze Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Anwendungen, das stützt sich auf OGC-Datenflüsse. Und das heißt, man macht eine extensive Benutzung von die WMS-Möglichkeiten, der WFS-Möglichkeit, CSV und so weiter. So, hier vielleicht noch zur Architektur. Ja, eigentlich sind alle Dienste, die benutzt sind, die sind hier gelistet. Die sind eigentlich durch ein Security Proxy noch gesichert. Und dann eigentlich ja, unterschiedliche Anwendungen können zugreifen. Ja, vielleicht gehe ich nicht ganz im Detail in den Datenflüsse. Zur Einsatz dieser GDI. Also es ist ein Projekt, das ist eigentlich in Bretagne gestartet ist, in Frankreich. Und jetzt es gibt eigentlich mehrere Regionen in Frankreich, die GeoOrchestra als GDI benutzen. So ein großes Einsatz. Es ist auch in der Schweiz eingesetzt, bei der Universität Bern. Und eigentlich der Staat Bolivia hat die GeoOrchestra als nationale GDI eigentlich genommen. Das heißt, es gibt auch die Mehrsprachigkeit. Ursprünglich wurde es für eine französische Oberfläche entwickelt und dann es gab den Prozess der Internationalisierung. Jetzt wäre es kein Problem, zum Beispiel das, die ganze Oberfläche auch in Deutsch zu übersetzen. Ich habe gesagt, es ist eine interoperable GDI. Und so habe ich noch auf Twitter gefunden, dass der Einsatz von GeoBretagne, so die GeoOrchestra in der Bretagne, das wurde eigentlich mit ArcMap auch getestet. Und es hat alles funktioniert, außer WFS Transactional. Und QGIS, der kann auch diese Datenflüsse ohne Problem lesen. Wenn man spricht von Interoperabilität, habe ich auch hier gefunden, eigentlich auf die MapInfo-Webseite, es gibt ein Produktsheet, von MapInfo 11.5 und hier ist noch hier in Rot dargestellt, ist eigentlich von der GeoBretagne ein Datenfluss noch integriert. So, es ist tatsächlich interoperabel. Zur Community, so das ist ein Open-Source-Projekt, es gibt eine Webseite geoorchestra.org, Sie finden den ganzen Quellcode auf GitHub. Es gibt so Bug-Trackers und so weiter, Mailinglisten, um sich mit den Entwicklern oder mit den anderen Usern auszutauschen. Das Projekt ist in Produktion bei mehreren Regionen, das heißt, es gibt auch starke Continuous Integration Tests, um die Qualität des Projekts sicherzustellen. Das ganze Community-Prozess, der wurde auch geregelt, indem es gibt einen Prozess, wie neue Versionen sich entwickeln. Es gibt ein Project Steering Committee. Es gibt Code Reviews und so weiter. So eigentlich die Weiterentwicklung der GDI ist stabil und läuft eigentlich gut innerhalb der Community. Wenn Sie da Interesse haben, eigentlich sollen Sie eigentlich auf die Webseite GeoOrchestra gehen, dann vielleicht Fragen auf der Google Group stellen, Referenzanwendungen anschauen und eigentlich, ihr seid ganz herzlich willkommen, den zu testen und vielleicht dann weiter einzusetzen. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Belo. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen Einblick gekriegt. Ich selber habe gemerkt, so bei der Architektur, da war ich dann ein bisschen verloren, da bin ich zu sehr draußen. Aber sicherlich hat das Publikum Fragen.
Wir müssen darauf aufpassen, wir müssen in die Mikros sprechen, deswegen einfach mal Meldung. Wo soll das Mikro hin? Ah, oh, pardon. Und zwar würde mich interessieren, gibt es bei der Sicherheitskomponente eine Funktionalität, dass man WFS-Dienste auch durch eine Geometrie eines anderen WFS-Dienstes räumlich einschränken kann? Ich denke nicht, das ist eine vorkonfigurierte Geometrie, die eigentlich das sichert. Nicht, es gibt nicht ein, ja, eine externe Anbindung. Weitere Fragen? Hier oben, kleiner Augenblick. Ich hätte eine Frage zur Metadatenerfassung. Nutzen Sie da GeoNetwork direkt oder haben Sie da noch ein eigenes Frontend vorgeschaltet? Speziell geht es darum, haben Sie Möglichkeiten entwickelt, um Dienste-Metadaten oder gemeinsam genutzte Attribute in verschiedenen Daten, Daten und Dienste-Metadaten konsequent zu halten? Also das, zum Beispiel, ich denke an räumliche Ausdehnung vom Dienst. Die muss ja in den Metadaten der Daten, in den Metadaten der Diensten und so weiter überall gleich stimmen. Haben Sie da Mechanismen irgendwie eingebaut, um sowas konsistent zu halten? Eigentlich die Metadatenerfassung, das erfolgt eigentlich durch den Administrator oder der Datenowner, Eigentümer. Und nein, es gibt keinen Prozess, um automatisch so laufen, diese Extent zum Beispiel zu aktualisieren. Aber man hat dann die Möglichkeit, eigentlich den WMS-Dienst zu harvestieren am Anfang, um solche Elemente, um einen Kickstart zu haben, ja. Ich denke, eine Frage können wir noch zulassen. Haben wir eine Frage? Ich merke schon, es ist noch früh am Morgen. Keiner Fragen. Okay, dann würde ich sagen, nochmal einen heftigen Applaus.